die Ballade vom Untergang der Musik. Es war einmal ein Höhlenmensch, der machte Bunga Bunga. Auf der Trommel für sein Weib, an jedem Tag im Jahr. Ein alter Indianer raute und rannte dabei ums Feuer, nur wegen einer Squaw. Der Minnesänger schnulzte, der Maid ein Lied ins Ohr. Danach zog er die Holde sacht in ein Bett aus Stroh. So diente die Musik zuerst dem Ausdruck von Gefühl. Und wenn sie noch so einfach war, sie hatte einfach Stil. Die großen Italiener schrieben Opern mit Amore und Arien für die Belladonna, da freut sich der Signore. Die Wiener Meister stellten mit Melodien Dirnen nach, doch ihre Harmonien klauten sie allesamt bei Bach. Mozart war ein Rocker, Haydn ein Prolet, doch wussten beide ganz genau, wofür die Musik steht. So brachten sie die Klassik schließlich zur Perfektion und der Applaus des Publikums war ihr größter Lohn. Im 20. Jahrhundert verändert sich die Welt, Strom macht Arbeit leichter und vervielfacht das Geld. Auch die Instrumente werden elektrifiziert, weshalb nun jeder Kunstmann aus das moderne Worte intoniert. Nur die großen Virtuosen spielten laut und starben jung. Jimmy, Janis und der King, sie sind für immer stumm. Es war das Zeitalter der Stars, sie rockten aus Prinzip. Und wenn sie nicht gestorben sind, sind sie noch auf dem Trip. Die 80er, sie brachten uns Glamour und Bombastik. Doch zu viele Synthesizer klingen nur nach Plastik. Solange die Kasse stimmt, wird der Star gehypt. Und wer nicht mit der Masse schwimmt, kann sehen, wo er bleibt. Selbst Punkrock und Metal wurden kommerzialisiert, weil nur noch die Platzierung in den Charts interessiert. Aus Alternative wird Mainstream, so geht steil bergab. Und die letzte Hoffnung liegt in Freddys Grab. Okay. Dancefloor und Hip-Hop haben die 90er versaut, weil jeder Pubertätsverwirrte nur noch MTV war schaut. Die Hürde zum Starsein wird nur tiefer gelegt, denn wer gar nicht singen kann, wird Rap-Interpret. Selbst Kurt Cobain hatte keine Chance gegen die Techno-Übermacht und hat sich aus Verzweiflung bis auf selbst umgebracht. Die Musik liegt längst am Boden und wartet auf ihr Ende, doch der Todesstoß verdirst nach der Jahrtausendwende. Denn seit DSDS wissen wir, was der Welt nicht fehlt. Den unfähigsten Schnöseln wird Talent unterstellt, aufblasbare Silikonware von Dieter Bohlen präsentiert, die Verbrauchten werden ausgetauscht und in den Dschungel transferiert. Millionen Klicks bei YouTube sind nur das Einzige, was zählt, während der Musik das Herz und die Message fehlt. Doch all die DJs und MCs, die viele Knöpfchendrücker, Tonzerstörer, DJ-Junkies, vor Produzentenbücker, aufgeblasene Studio-Furzer, Sequenzenlutscher, Maulbeschaller, Regeldreher, Schnipselfischer, Plattenmischer, Mikrolader, Krottoide, Bildschirmmixer, Samplemixer, Soundabchecker. Die machen auch nur ihren Job als willige Vollstrecker. Dieses Desaster möglich gemacht haben, wie so oft, Bill Gates und seine Scherben von Microsoft. Denn nur ihr Technikwahn brachte das Ende der Musik. Doch sie wissen ganz genau, das war ein Pyrosieg.